Moin YouTube, liebe Messerfreunde, willkommen zu einem Auspack-Video auf meinem Kanal. Ich habe am Wochenende, nachdem Tools for Gents so ein bisschen Werbung gemacht hat, dass der Verkauf der neuen Collector's Knife Slip Joints ansteht, habe ich mal ein bisschen auf der Seite gestöbert, habe mir auch die Slip Joints angeguckt, konnte mich aber irgendwie nicht durchringen. Dann habe ich aber ein anderes Messer gefunden, das mich aufgrund seiner Größe sehr angesprochen hat. Übrigens vielen Dank nochmal an Flo und Kati für die schnelle Abwicklung. Wie gesagt, am Wochenende bestellt. Heute ist Montag, heute ist das Paket bei mir eingetroffen. Und wenn ihr wissen wollt, was hier im Karton ist, dann bleibt doch einfach dran. Willkommen zurück. Ja, lasst uns das Paket mal zusammen öffnen. Dafür nutzen wir dieses kleine Puma Mini Damast. Und jetzt schauen wir mal, wo wir schneiden müssen. Ah, ich liebe diese Chips. Und die Verpackung verrät es schon, ein Messer von Viper. Ja, die typische Viper-Verpackung. Gibt es hier schon irgendwelche Hinweise? Das ist soweit nicht der Fall. Ach, und hier kommt noch so ein Bubble zum Vorschein. So. Zieh, zieh, zieh. Und noch einer. So, gut und sicher verpackt. Es wird deutlicher. Und ich sehe schon, es ist, wie ich schon dem Flo sagte, wahrscheinlich genau mein Beuteschema, als ich die Abmessungen dieses Messers gelesen hatte. Es handelt sich, wie einige sicherlich jetzt schon unschwer erkennen werden, um das Viper Lille. Ich sage jetzt einfach mal Lille, weil das für mich deutlich mehr Sinn ergibt als Viper Lil, wie ich das schon in einigen amerikanischen Vorstellungen gesehen habe. Lille bedeutet in den skandinavischen Sprachen klein, Lillebrör, kleiner Bruder. Und Lille passt auch sehr gut zu diesem kleinen Messer. Ich glaube, es hat nur eine Gesamtlänge von knapp unter 16 cm, also wirklich genau mein Beuteschema. Leider nicht 42A-konform, aber das Design hat mich so angesprochen, dass ich da dieses Mal drüber hinwegsehen werde. So, hier nochmal ein paar Aufnahmen aus der Nähe. Sehr schön gelungen, finde ich, die Anodisierung, die zweifarbige Anodisierung, das Bronze und das Blau passt sehr gut zueinander. Das Messer gibt es ja auch noch in verschiedenen anderen Farbkombinationen. Ich glaube, einmal ganz im Titangrau, dann Titangrau mit Blau und dann meine Variante, für die ich mich entschieden habe. Und ich bin nicht sicher, ob es nicht sogar noch eine vierte Variante gibt. Hier nochmal der Klingenstand, perfekt mittig, so wünscht man sich das. Und ich muss sagen, im geschlossenen Zustand ein sehr gefälliges Messer. Das wird sich allerdings gleich ändern, wenn ich es zum ersten Mal öffnen werde. Dann werden sicherlich einige Leute zusammenschrecken. Das probieren wir jetzt mal. Oh ja. Und hier kommt diese doch sehr, sehr ungewöhnliche Klinge zum Vorschein. Ich bin mal gespannt, wie sich diese Klingenform im Alltag schlägt. Ich habe schon gesagt zu Flo, dass ich mich sehr darauf freue, mir am nächsten Wochenende damit mal ein Brötchen zu schmieren. Und hier der Versuch, die Klinge nochmal einzufangen. Ist ein bisschen schwierig bei den Lichtverhältnissen hier. Das Logo von Jesper Voxnes auf der anderen Seite der Klinge, die Stahlbezeichnung.
Das Chimping auf dem gerundeten Klingenrücken. Wobei ich sagen muss, für meine Hand ist das jetzt sogar ein bisschen zu weit vorne. Weil ich muss den Daumen schon sehr weit strecken, um da die Auflage zu finden. Man kann so ein bisschen vorgreifen, habe ich so das Gefühl. Also mein Zeigefinger geht automatisch in den Vorgriff, aber ich sehe gerade, ich muss da doch etwas vorsichtig sein, weil sonst ist man ganz schnell hier auf der Schneide. Also der Griff wäre normalerweise so. Hier haben wir auch eine schöne Fingermulde, wo sich der Zeigefinger gut einschmiegt. Schauen wir mal, wie die Klinge fällt. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also die Klinge fällt nicht von alleine. Vielleicht auch wegen des geringen Gewichts. Jetzt probieren wir nochmal den Klingendurchbruch als Öffnungshilfe. Das funktioniert. Und man kann das Messer, dadurch, dass man hier genügend Platz hat, mit zwei Händen öffnen. In der Öffentlichkeit vielleicht die angebrachteste Methode, um da niemanden zu verwirren. Ich habe das Gefühl, dass die Klinge so ein ganz klein bisschen reibt. Aber das könnte auch sein, dass es hier an der Konstruktion liegt. Das muss ich mir mal ein bisschen genauer angucken. Ich glaube, ihr könnt das so ein bisschen erkennen. Hier sind die Stop-Pins auf beiden Seiten, die in so einer vorgefrästen Rille entlang laufen. Und macht diesen leicht schleifenden Eindruck. Also es ist jetzt nicht so, dass es quietscht oder so, aber man merkt halt den ganz leichten Widerstand dieser beiden Pins, die hier links und rechts von der Klingenwurzel liegen. Ich muss auch sagen, ich habe mich mit dem Messer so noch gar nicht weiter befasst. Das werde ich jetzt erstmal in den nächsten Tagen tun. So, und jetzt nochmal ein kleiner Schärfetest. Sehr, sehr gut. Hier zum Abschluss nochmal ein paar Bilder in der Nahaufnahme. Gerade diese Anodisierung mit Blau und Bronze gefällt mir sehr gut. Ja, alles in allem ein sehr schönes, kleines Messer. Und ich hoffe, dass mir das in nächster Zeit viel Freude bereiten wird. Euch werde ich daran teilhaben lassen, sobald ich das Messer ein bisschen ausprobiert habe, wird es sicherlich auch noch mal eine etwas detailliertere Vorstellung geben. Bis dahin würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!